Metadaten. Es gibt wohl nichts, das wichtiger ist, um möglichst viele Zuschauer für ein Video zu erreichen, als gute Metadaten. Ich möchte euch anhand einiger Schritte erklären, wie ihr mithilfe guter Metadaten mehr Aufrufe für eure Videos generieren könnt. Was nach einer Vokabel für BWLer klingt, ist nichts anderes als zusätzliche Informationen zu einer Datei oder ähnlichem. Im YouTube-Universum wäre das bei einem Video der Titel, die Beschreibung und die Tags. Bei einer Playlist wären es der Playlistentitel und die dazugehörige Beschreibung, gegebenenfalls sogar die Metadaten der dazugehörigen Videos. Sogar für den YouTube-Kanal gibt es Metadaten. Das wären zum einen alle Titel und Beschreibungen und Tags von euren Videos und Playlisten, aber auch besonders eure Kanalinfo oder Stichwörter für den Kanal. Eure Metadaten sind dann wichtig, wenn ihr wollt, dass eure Videos, Playlisten, Kanäle und so weiter über die YouTube- und Google-Suche besser gefunden werden. Ihr helft Google sozusagen damit, euch besser einzubetten, da sie sich nicht zum Beispiel um jedes Video einzeln kümmern können. Je besser und deutlicher ihr also eure Videos mit Informationen für Google versorgt, desto besser könnt ihr eingeordnet werden, umso besser seid ihr gerankt, umso mehr Zuschauer werden auf eure Videos oder ähnlichem aufmerksam. Bei der Setzung von guten Metadaten sollte man auf wesentliche Punkte achten. Wichtig ist, dass ihr möglichst Schlüsselbegriffe verwendet, die mit eurem Video zusammenhängen. Wenn man nach einem Begriff sucht, dann werden bevorzugt Videos angezeigt, die diesen Begriff möglichst oft verwendet haben. Ihr solltet euch deshalb auch sehr gezielt und knapp halten. Je akkurater, desto einfacher für Google. Ebenso ist auch die Reihenfolge entscheidend. Begriffe, die bei den Tags oder Beschreibungen zuerst genannt werden, werden auch bevorzugt behandelt. Deshalb solltet ihr in eurer Beschreibung nicht einfach Begriffe spammen. Die Kunst ist es, eine informative Beschreibung zu verfassen, in der man nebenbei möglichst präzise Schlüsselbegriffe verwendet. Natürlich entscheiden auch hier die Beliebtheit der jeweiligen Begriffe über die Aufrufe. Ein perfektes Beispiel für eine gute Metadatensetzung ist der Kanal Dislike. Der Titel besteht aus dem Formatnamen und dem Künstler. Das ist einfach und effektiv. Und was sehen wir in der Beschreibung? Direkt in der ersten Zeile taucht der Künstlername wieder auf. Man will möglichst viele Zuschauer durch diesen Begriff für sich gewinnen. Wenn wir den Begriff dann mal suchen, sehen wir, dass es sogar funktioniert hat. Man kann die Bedeutung auch daran erkennen, dass der Begriff Mauli in diesem Beispiel dick geschrieben ist und somit Google den Begriff gut aufgenommen hat. Einige mögen jetzt sagen, dass die Aufrufe und Bekanntheit sehr entscheidend war, dass das so gut gerankt ist. Das mag sein, aber schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Bei meinem kleinen Videoprojekt Erkenne die Zeichen habe ich auch großen Wert auf die Metadaten gelegt. In diesem Fall sind die Begriffe This is a Kid und Benzin sowohl im Titel, in der ersten Zeile der Beschreibung und sie sind auch die ersten zwei Tags. Suchen wir mal nur This is a Kid, finden wir mein Video auf der ersten Seite. Und das, obwohl mein Video keine 50 Aufrufe hat. Suchen wir beide Begriffe zusammen, wird das Video sogar unter den Top 3 gerankt. Oh, hey, da ist ja sogar meine Playlist. Ich glaube, das zeigt sehr gut, wie wichtig gute Metadaten sind. Mein anderes YouTube-Tipps-Video von vor einem Jahr war ein kleines Experiment von mir. Ich habe ein wenig gegoogelt und nach dem häufigsten Text gesucht, der in der Google-Suche angezeigt wurde für mein Video. Der war schließlich, mein YouTube-Kanal wird nicht angezeigt. Also habe ich quasi diesen Titel genommen, den Text in die erste Zeile der Beschreibung gepackt, die Tags genauso verfasst und ein passendes Thumbnail erstellt. Das Video hat mittlerweile 100-mal so viele Aufrufe wie ich Abonnenten und 98% der Aufrufe sind durch Google oder YouTube-Suche entstanden. Dieses Experiment ist, denke ich, geglückt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare.